Nach Millionen von Jahren der Evolution haben wir dir einen Intellekt gegeben. Wenn dir etwas Scharfes gegeben wird, musst du lernen, es zu beherrschen, nicht wahr? Dies ist das größte Problem geworden, weil wir dir eine sehr komplexe Maschine gegeben haben und du dir nicht die Mühe gemacht hast, das Benutzerhandbuch zu lesen. Also Sadhguru, es gibt Zeiten im Leben, in denen es mir einfach hervorragend geht und ich mein volles Potenzial ausschöpfe. Aber dann schleicht sich plötzlich ein Gefühl ein, das mir sagt, dass mein Untergang nahe ist. Es stört mich. Und vielleicht bist du gerade gelandet. Ja. Und mit diesem Gefühl, das in das System eindringt, beginnt sich meine Leistung tatsächlich zu verschlechtern. Also Sadhguru, wie bekämpfen wir diese inneren, monströsen Stimmen? Wie viele Monster hast du? In dir. Ich dachte, es gibt nur ein Monster und das bist du. Dazu müssen wir sehr klar sein. Sieh, wenn du zwei Stimmen in deinem Innern hörst, eine Engelsstimme und eine monströse Stimme, bedeutet das nicht, dass etwas Fantastisches passiert ist. Das heißt, du bist entweder schizophren oder besessen. Ja. Du brauchst entweder einen Psychiater oder einen Exorzisten. Dies ist also sehr wichtig. Dies tun Menschen im Namen der Religion, im Namen der Spiritualität, im Namen sogenannter moderner Lösungen für alles. Dies kommt in vielerlei Hinsicht zum Ausdruck. In Indien haben wir einen riesigen Wortschatz für diese Dinge. Wenn du irgendjemandem etwas sagst, oh, das ist mein Ahankara, das ist mein Ego, das tut das, das ist meine Seele, das ist mein Dies, das ist mein Das. Nun, wenn so viele Menschen aus deinem Inneren sprechen, wenn so viele Menschen in diesem einen Körper stecken, dann ist das eine Krankheit, nicht wahr? Hallo? Wenn es mehr als einen in diesem Körper gibt, ist das eine Krankheit oder nicht? Nur einen. Dieser Körper ist für einen bestimmt, nicht wahr? Das ist das Grundlegendste, was du tun musst. Es gibt nur noch dich und dich und dich in diesem Körper. Es gibt keinen anderen. In dem Moment, in dem es einen anderen gibt, ist das ein Trick. Anfangs spielt man diesen Trick, wenn etwas gut läuft, natürlich bin ich es. Wenn etwas nicht passiert ist, ich weiß nicht, irgendeine andere Stimme, jemand anderes, mein Ego, mein... Alle möglichen anderen Kreaturen, die nicht existieren, produzierst du in deinem Kopf. Du kannst es Atman nennen, Paratman, Gott spricht in dir, der Teufel spricht in dir. Sieh, wann immer Menschen sagten, Gott sprach zu mir, entfalteten sich Katastrophen. Ja. Hast du das gesehen? Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte einmal vor etwa 15 oder 18 Jahren, Gott hat es mir gesagt. Oh, was für eine Katastrophe. 600.000 Menschen starben und eine ganze Nation wurde zerstört. Das ist die Art von Dingen, die immer passiert sind, wenn Gott sprach. Weil ich möchte, dass du verstehst, dass es nicht darum geht, dass Gott spricht. Wenn du etwas absolut Unlogisches und Unvernünftiges sagen willst, bringst du den Gott und den Teufel. Also, wenn es mehr als eine Stimme gibt, musst du die anderen Stimmen töten. Dazu musst du verstehen, dass der menschliche Geist eine Komplexität aufweist. Also ist die Komplexität dessen, wer wir sind, das größte Geschenk, das wir haben. Nicht wahr? Es gibt eine zerebrale Komplexität, die uns zu dem macht, wer wir sind. Das ist das größte Geschenk. Aber das ist es, woran jeder Mensch leidet. Ich frage euch alle, wann seid ihr das letzte Mal von einem Dolch erstochen worden? Hallo? Sie ignorieren dich, wirklich. Vielleicht ist das Schlimmste, was dir passiert ist, dass eine Mücke dich gestochen hat. Das ist das Ausmaß an Leiden, das die Welt dir zufügt. Der Rest des Leidens ist alles nur Selbsthilfe, nicht wahr? Warum also leidest du so? Weil, ich stelle dir eine einfache Frage, sag mir ja oder nein. Denn ich werde dich auch entsprechend deiner Frage segnen.
Wollt ihr, dass euer Intellekt scharf oder stumpf ist? Okay. Aus welchem Fachbereich sind diese Leute? Oh. Ist es Politikwissenschaft? Ist es einer der Fachbereiche, Sir? Ist es einer der Fachbereiche, in der... Nein. Wie dann? Es gibt eine Unterwanderung in eurem College. Also willst du natürlich, dass dein Intellekt scharf ist. Das heißt, der Intellekt ist ein Schneideinstrument. Er ist wie ein Messer. Je schärfer er ist, desto besser ist er, nicht wahr? Also gerade jetzt, nach Millionen von Jahren der Evolution, haben wir dir einen Intellekt gegeben. Wir bedeutet, dass ich auf der Seite der Natur stehe, okay? Wir haben dir einen scharfen Verstand gegeben. Jetzt schneidest du dich überall und beschwerst dich darüber. Nein, nein, wenn dir etwas Scharfes gegeben wird, musst du lernen, es zu halten, nicht wahr? Du musst lernen, wie man damit umgeht. Wenn du es am falschen Ende hältst oder wenn du dich unverantwortlich bewegst, wirst du dich schneiden. Im Moment. Das sind alles individuelle Ausdrücke von irgendwann fühle ich mich so, irgendwann fühle ich mich so. Die Menschen machen im Grunde genommen eine ganze Menge Leid durch. Jemand ist im Kriegsgebiet, jemand ist in einem Hungersnotgebiet. Ich werde diese Menschen ausklammern, denn das ist eine andere Situation. Aber der Rest der Menschen leidet nur an einer Sache, ihrer eigenen Intelligenz. Wenn man ihnen die Hälfte ihres Gehirns wegnehmen würde, würden sie friedlich sitzen. Ja oder nein? Keine Dämonen, keine Götter, keine Stimmen. Friedlich. Ja oder nein? Wir beschweren uns also über das größte Geschenk, das wir haben. Der einzige Grund, warum wir im Vergleich zu anderen Lebewesen hier dominieren, liegt in unseren zerebralen Fähigkeiten, nicht wahr? Wegen der Schärfe unseres Verstandes sind wir in der Lage, so gut wie alles zu tun. Und das ist zum Problem geworden. Das ist also zum Problem geworden, weil wir dir eine sehr komplexe Maschine gegeben haben und du dir nicht die Mühe gemacht hast, das Benutzerhandbuch zu lesen. Und du versuchst blind damit umzugehen. Jetzt werden alle möglichen Dinge sprechen. Dein eigener Intellekt hat dein Leben übernommen und zerstört dich. Er lässt dich leiden für nichts, wenn ich dich in einem Raum allein lasse. Ganz allein. Wenn du unglücklich sein kannst, dann bedeutet das, dass du in schlechter Gesellschaft bist, nicht wahr? Hallo? Hallo? Wenn ich bei dir bin und du gelitten hast, bin ich es vielleicht. Aber du sitzt allein und leidest, das bedeutet, du bist in schlechter Gesellschaft, nicht wahr? Diese eine Sache musst du in Ordnung bringen, dass dieser nie schlechte Gesellschaft ist. Das ist die beste Gesellschaft, die du hast. Hierfür gibt es eine einfache Behandlung. Die einfache Behandlung ist genau das. Du fängst an, so viel zu sehen. Was immer mir in meinem Leben passiert, gute Dinge passieren, hässliche Dinge passieren, Unsinn passiert, große Dinge passieren, es ist egal, was passiert und was nicht passiert in meinem Leben. Es ist alles meine Verantwortung. Jetzt wird es nur noch eine Person geben. Wenn du verstehst, dass dies meine Verantwortung ist, wird es nur eine Person geben. Andernfalls wird Gott hier sprechen, der Teufel dort, Atman von hier, Paratman von woanders. Und sie werden dich verrückt machen.